Ja, einen schönen guten Abend zusammen. Ich begrüße ganz herzlich unseren Gästetrainer Urs Fischer und unseren Chefcoach Markus Gisdol. Unsere Gäste von Union Berlin haben wie immer das erste Wort zum Spiel. Zufrieden. Ja, sehr zufrieden, weil ich glaube, vor allem die Art und Weise heute hat mir wirklich gefallen. Mannschaft hat nach Lösungen gesucht, war geduldig. Köln war sehr kompakt, hat die Räume wirklich sehr eng gemacht, hatten vielleicht auch ein bisschen Mühe damit, haben nicht so wie in den letzten Spielen diese Räume bekommen. Trotzdem war die Mannschaft wirklich sehr, sehr geduldig, hat auf ihre Möglichkeiten gewartet und ja, ich glaube nicht unverdient sich zum Schluss mit dem 2:1 belohnt. Dankeschön, Urs Fischer. Markus, wie hast du das Spiel heute gesehen? Ich fand, dass wir heute ein Spiel insgesamt gesehen haben auf mäßigem Niveau. Ich glaube, dass beide Mannschaften sehr viel gearbeitet haben heute in der Partie. Und wir aber die entscheidenden Fehler gemacht haben. Kleinigkeiten, wenn ich sehe, wie wir das zweite Tor bekommen, den Elfmeter, ja, dann ist es keine Situation, wo der Gegner uns ausspielt, sondern wo wir einen einfachen Fehler im Spielaufbau machen und dann ins Hintertreffen geraten und da die Elfmetersituation entsteht. Oder das erste Tor von uns, das ist viel zu einfach, ein langer Ball nach vorne, wir köpfen uns praktisch gegenseitig an. Schlechte Kommunikation, keine Entschlossenheit in der Verteidigung, dann bekommst du ein Tor und dann rennst du hinterher, machst es dann sonst eigentlich ordentlich, ja, und hast natürlich auch nicht die Vielzahl der Torchancen, genauso wie der Gegner auch, ja, aber dann musst du mindestens einen Punkt machen in so einem Spiel. Wenn du siehst, es geht heute nicht, du kommst heute nicht durch, dann machen wir einen Punkt und können mit einem Punkt gut leben. Und so haben wir jetzt aber nichts, weil wir, ja, wie gesagt, im entscheidenden Moment einen Fehler zu viel gemacht haben. Und das ist unterm Strich dann ärgerlich. Dankeschön, Markus. Gibt es Fragen von der Tribüne? Holger Schmidt von der dpa legt los. Ja, hallo Herr Gisdol. Sie haben eben im Fernsehinterview gesagt, dass die Mannschaft zu leise ist, zu wenig miteinander kommuniziert. Es gibt jetzt Dinge, da weiß man, wo man ansetzen muss, wie man das trainieren kann. Wie kann man denn so etwas trainieren oder in eine Mannschaft reinbekommen, gerade in so einer schwierigen Situation? Das ist natürlich eine gute Frage. Sowas hängt natürlich oft auch mit Selbstvertrauen zusammen, aber vor allen Dingen auch mit den Typen, die auf dem Platz stehen. Ich habe da auch natürlich erzählt, dass Jonas Hector heute auch bei uns in der Kabine war und auch vorm Spiel dabei war. Er ist natürlich einer, der uns da enorm fehlt, genau in diesen Corona-Spielen, ja, in diesen Spielen, wo es so ein bisschen ruhiger ist auf dem Platz, wo wir zu wenig Feuer drin haben, der dann immer wieder auch das Wort ergreift. Da sind wir zu brav aktuell und heute hat mir das gefehlt, ja, dass wir gerade in so einem zweikampforientierten Spiel, wo der Gegner wirklich auch sehr präsent ist, dass wir da uns mehr gegenseitig pushen, ja, um dann mit letzter Entschlossenheit auch mit dem Coaching auf dem Platz da richtig dagegen zu halten. Das ist sicher ein Thema, das ich mit der Mannschaft besprechen werde. Dankeschön. Im Anschluss Marc Merten für den Geißblock. Herr Gisdol, ich habe das Gefühl, wir sprechen jetzt seit 8 Spieltagen über immer wieder die gleichen Fehler, die gleichen Themen, die Elfmeter, die individuellen Patzer in der Defensive. Wir reden über einen sehr schwachen Spielaufbau mit vielen Fehlern in der Offensive. Wann wird die Mannschaft das ändern? Denn irgendwann muss diese Mannschaft ja mal anfangen zu punkten. Sie hat sich jetzt im Grunde heute dieses kleine Pflänzchen aufwärtstrend, das Sie angesprochen hatten, selbst wieder zertreten. Irgendwann muss ja auch von der Mannschaft mal eine Reaktion kommen. Wie bewerten Sie das? Ich glaube, dass heute nicht viel gefehlt hat, um wieder zu punkten, um einen Punkt zu machen. Wenn ein Sieg nicht geht, dann musst du auch akzeptieren, dass du vielleicht ein Unentschieden spielst. Dann musst du den Fehler nicht machen. Ich denke, dass wir natürlich vieles mit dem Selbstvertrauen zusammenhängt. Ja. Wenn du ein gesteigertes Selbstvertrauen hast, dann nimmst du den ersten Kontakt besser, machst du
die einfachen Fehler nicht. Und der Gegner hatte ja gerade zu dem Zeitpunkt, als 1-1 steht, ja auch nicht die wahnsinnige Chancen oder uns an die Wand gespielt, sondern wir machen den Fehler im Spielaufbau. Aber das hängt natürlich mit Selbstvertrauen zusammen, dass wir uns da besser auch lösen. Aber es ist sicher unnötig, wenn wir dann zu dritt hinten stehen und den Ball dann viel zu früh nach vorne spielen, um da, wenn wir in der Szene ins Detail gehen, ja, da kannst du nochmal einen passend sicheren spielen. Aber klar, ja, das tut uns weh vor allen Dingen, ja, weil du dadurch natürlich um den Lohn bringst und dieses Pflänzchen, von dem Sie gerade auch gesprochen haben, das wächst natürlich auch in erster Linie, wenn du dann immer wieder mal einen Punkt machst und vielleicht auch den einen oder anderen Sieg. Aber dass es schwer wird und dass unsere Mannschaft keinen Sprung machen wird, um 100% sich jetzt eine Qualität hat von der Mannschaft, die vielleicht unter den ersten 8 oder irgendwie spielen kann in der Bundesliga. Da brauchen wir uns keine Illusionen machen. Das wird, und auch für Sie, ja, klar zu definieren, das wird von Anfang bis Ende dieser Saison, das war uns klar, ein Kampf um den Klassenerhalt werden. Und es wird mehr Misserfolge geben wie Erfolge. Das ist ganz normal, wenn du da hinten drin stehst. Und wir dürfen nicht den Kopf verlieren, sondern müssen klar bleiben, sauber analysieren, hart sprechen mit den Jungs intern und dann Stück für Stück den einen oder anderen Punkt machen. Dankeschön. Ich sehe im Moment keine weiteren Fragen im Chat, aber Philipp Seldorf meldet sich persönlich. Du darfst gerne loslegen, Philipp. Ja, ich bin persönlich dann auch. Können Sie mich hören? Wir können Sie alle hören, ja. Prima. Ja, es ist jetzt nicht mehr das entscheidende Thema. Es ist eigentlich ein Randthema nach dem Resultat. Aber die Maßnahme, Elias Skiri als Manndecker für Max Kruse einzusetzen, ist nach heutigen Maßstäben ungewöhnlich. Hat es Ihre Erwartungen erfüllt? War das ein Kniff? Waren Sie zumindest mit diesem Kniff zufrieden? Ja, voll und ganz. Ich glaube, dass Max Kruse heute keine Rolle gespielt hat in dem Spiel. Einen Elfmeter kannst du nicht decken. Ja, das ist nicht erlaubt. Ja, aber wir haben den entscheidenden Spieler gut aus dem Spiel genommen und deswegen hat Union auch wenig Torchancen gehabt. In der Umkehrbewegung nach vorne, ja, haben wir aber daraus dann zu wenig gemacht. Noch einmal Holger Schmidt für die dpa. Herr Gisdol, Sie sind ja nicht die einzige Mannschaft, die solche Probleme hat in der Saison. Es sind ja relativ viele, die da unten drin stehen. Mit einem Unentschieden wären Sie heute 15. gewesen, ohne Sieg. Ist das das, was im Moment am meisten Hoffnung macht, dass es da 3-4 Leidensgenossen gibt, die auch nicht vom Fleck kommen? Ja, ich glaube tatsächlich, dass die ganze Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ja, schon eine ganz außergewöhnliche Situation ist. Und die spiegelt sich auch natürlich in den Ergebnissen wieder. Wenn ich jetzt sehe, dass es wieder ein Wochenende ist ohne Heimsieg, ja, dann hat sich im Fußball aktuell in der Bundesliga einfach auch vieles gedreht mit diesen ganzen Corona-Spielen, die eigentlich keiner haben will. Heute hast du wieder eine Stimmung, das hat mit Fußball ja nichts zu tun, was da stattfindet. Aber das spiegelt sich natürlich in den Ergebnissen wieder und es spiegelt sich mit Sicherheit auch insgesamt in einem Tabellenbild wieder, ja, dass mehrere Mannschaften da mit größeren Problemen zu kämpfen haben. Ja. Und je besser du das annimmst, je besser du mit der Situation dann umgehst und klarkommst, umso eher hast du dann die Chance, dich auch über eine Saison hinweg da durchzukämpfen und die Saison zu einem glücklichen Ende zu bringen.